immer wieder. Auf geht's, Rematch! Jo, so sieht's aus. Okay, Ugly ist sieben. Rematch, total unmöglich. Ja. Beim sechsten. Kann er nicht direkt aufgeben. Kann er eigentlich einfach den Controller zusetzen. Nur und gucken, was passiert. Challenge Time. Sie versuchen das Spiel jetzt frei zu machen. Ich mache nichts, der Controller liegt. Und er schießt. Super Einsatz. Simpel hat mir was gehalten. Hey. Oh hey, wir haben denn die erste Chance gelassen, ne? Also eben. Fair. Die haben eine Chance gehabt. Jetzt habe ich eine Chance. Na, mit Götze, der ist doch instant drin. Da oben steht Werner. Ne, Ritter. Der ist instant drin. Götze! Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Man will ja nicht direkt rein. Muss ich noch ein paar Chancen. Das war Anspiel. Da stand der Schiri gut und sieht das richtig. Was will ich jetzt wissen? Was verändert 82 Krafteinheiten? Das war einfach. Also, bestanden wir auf Verlängerung. Also, vom Schluss her. Was machen wir? Haben wir total. Wahrscheinlich bestimmt bei der letzten Spiel. Ja, weil der letzte Spiel so ein bisschen. Bernardo Silva. Ja, dafür, dass der Anfang so scheiße war. Aber trotzdem ist der Ball weg. Intensives Training unterzogen. Da verlieren wir den Ball. Intensiven Training. Romutinho. Verkaufen wir ihn trotzdem? Nö. Willst du denn jetzt noch? Ja, wir gucken erstmal. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Noch was ein bisschen hin zur Transferphase. Flanke kommt, wird das eine Chance? Ja. Das war einfach. Ja. Und er hat den Ball. Okay, dann nicht. Das ist eine Chance. Richtig. Ball im Aus, Abstoß. Ich hab gedacht, der wäre drin. Nee, das sah in ganz kleinen Moment so aus, aber... Jetzt hätte er doch noch die Drehung bekommen, ne? Ja. Und nun Castro. Ach, Castro. Ivan Cavaliero. Das ist aber gewesen, ne? Echelie. Der wäre schön gewesen. Zwar nicht aus so einem Winkel wie man mit Rafael. Bernardo Silva. Schmelzer. Das genau so ein Punkt, den wir beim vorigen Spiel. Ne? So, da hätten wir also 1-0, mal sehen, wie es hier weitergeht. Beim vorigen Spiel, da können wir dann auch 12. Ich meine gegen Manchester. Bernardo Silva. Manchester City. Manchester City war relativ niedrig sogar noch. Der Verteidiger stört ihn. Glaube ich. Da waren auch nur so 8 Tore insgesamt. Jetzt könnt ihr den Ball abspielen. Ja, versucht das mit dem Speck immer zu tun. Ja, rüberlegen konnte er den Ball nicht, also musste er es versuchen. War aber kein guter Abschluss. Hazard. Der Ball kommt gut. Der Ball wurde gut weggefaustet. Da entscheidet er auf Foul, es gibt Freistoß. Nun Götze. Da pfeift der Freistoß. Hier sehen wir nochmal, dass es eine sehr, sehr enge Entscheidung war, weil er sehr gut gesehen. Du hast doch gegen den Gegner gespielt, wie kann das dann abseits sein? Aber FIFA hat echt einen an der Macke, oder? Vielleicht meine ich auch gar nicht die Situation, sondern andere. Er entscheidet auf Beistoß.
Dann nimmt mir der Arm. Ach, scheiße. Nee, ich hab das seit der Operation. Das ist nicht irgendwie bereit. Das kann ich nicht erinnern. Trotzdem hat es in den Arm gesteckt. Digga. Ich erinnere mich nicht dran. Ich muss wieder anfangen. Die Mitspieler kommen ihm zur Hilfe. Jetzt sind nämlich wieder geblutet. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Eckstoß also. Jetzt ist halt so penetrant hier in dem ganzen Bereich. Das ist gestern, heute Morgen. Ein guter Kopfball. Und diesen Ball hat der Sieger. Klasse vom Torwart. Das ist toll. Der muss ja auch ganz trainieren, ich finde. Ja. Lohnt sich zwar nicht, aber... Ey, den verkaufen wir auf jeden Fall, aber... Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Nicht mehr Geld und aus dem Haus, ne? Toulalon. Das Spiel vorbei ist raus, ja. Jetzt Falcao. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass um Pass um Pass. So schön, so schön. Mit einer solchen Sicherheit. Sensationell. Ja. Wender. Partie ist unterbrochen. Es gibt Einwurf. Nun Sven Bender. Schmelzer. Castro am Ball. Sauberes Tackling von ihm. Nun Falcao. Jetzt in der Anspielstation. Jetzt ist der Ball dort auf weg. Cool aufgepasst und verteidigt. Du kannst dir das nicht vorstellen, wie schrecklich das ist. Super Flanke! Raphael! Phänomenal! Ohne Worte! Das war ein super Volley! Ja, nicht wirklich einfach, aber der hat eine super Technik. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. 3 Minuten Nachspielzeit sind hier jetzt angezeigt. Sie versuchen das Spiel jetzt frei zu machen. Nun Jeremy Toulalon. Das hätte gefährlich werden können, aber das lösen sie gut und jetzt vielleicht die Chance, schnell nach vorne zu spielen. Macht er ihn! Da ist er drin, ein tolles Tor! Über weite Strecken waren sie das bessere Team und jetzt spiegelt sich das auch im Ergebnis wieder. Ja, das Tor ist absolut verdient. Sie haben das Spiel hier wirklich im Griff. Hervorragende Leistung in diesem Jahr. Und schon sind wir drin im zweiten Durchgang dieses Champions Cup Halbfinals. Der Anstoß ist in diesem Körper. Was für Tor! Es klingelt schon wieder, also das könnte richtig schlimm werden. Ja, der Gegner schon mal aufpassen, dass er hier nicht richtig unter die Räder kommt. Eine einseitige Angelegenheit, das drückt auch das Ergebnis aus. Und er geht an ihm vorbei. Dika. Bernardo Silva. Komm, Messi, hier, der ist gut. Fabinho. Sie müssen schneller spielen, dann könnten sie die Defensive überraschen. Souverän gemacht vom Torwart. Ja, ziemlich hart, würde ich sagen. Das ist gut, sie unterstützen den ballführenden Spieler. Und das war's mit dem Angriff, er fängt den Ball ab. Hast du den Korb bekommen? Hast du voll den Korb bekommen? Jetzt gibt's einen Einwurf. Ach komm, stell dich bitte an. Korb. Ah, da geht er vorbei. Da geht er runter und kann den Ball abwehren.
ausgleichen. So schaut's aus. Bernardo Silva. So viel zu macht den Ton aus. Ja, nee, bei Facebook wäre es noch lauter als. Ivan Caballero. Die Gäste werden wechseln. Ja, weil es intern ist, deswegen richtig. Radamel Falcao jetzt. Und nun ein Schuss. Der geht an die Latte und zurück ins Feld. Das Zuspiel geht in Richtung Falcao. Den Ball hat er. Ganz souverän. Sven Bender läuft an. Sven Bender fummelt auf. Er spielt den Verteidiger aus. Raphael! Der Ball ist drin! Zählt das Tor natürlich nicht. Also sicherheitshalber, weil ich habe gefühlt, dass die gleichen ziemlich unfair werden. Jetzt will er ihm den Ball abnehmen. Entschuldige. Ivan Caballero. Da kommt der Schuss. Latte, aber der Ball ist noch heiß. Den Ball kann erklären. Klasse aufgepasst, er kommt an den Ball. Zu Lalonde. Ich sehe Bewegung auf der Bank, es gibt gleich den Wechsel. Da geht er vorbei. Da kommt der Schuss. Da verfehlt das Tor aus der Distanz. Aber warum nicht mal versuchen? Er hat das drauf. Nun Sven Bender. Ritter. Gut gemacht, gutes Technik. Ivan Caballero. Falcao am Ball. Ritter. Und genau dafür wurde er eingewechselt. Er macht sein Tor. Das würde man sagen, dass die freiwillig aufgeben. Sie hören nicht auf, spielen weiter nach vorne. Und daher steht es mittlerweile 5:0. Ja, da gerade im Komm. Spiel. Hazard. Der Ball ist über der Linie, Einwurf. Ich muss mir mal vorstellen, es gibt echt Leute, die das so machen können, dass sie nur einmal in der Woche so umsetzen. Also eine Runde da spielen, also ein Video machen. Ja, ich weiß nicht, ihr könnt das nicht. Das ist sowieso viel zu übertrieben, jeden Tag irgendwie 1000 Videos oder so. Viel zu viel. Aber du hörst ja nicht. Problemlos, hatte ich den Ball. Dass sich das kein Mensch anguckt, jeden Tag 12 Videos. 12. Ja. Ja, 12. Ja, keine Ahnung, wie viele da momentan sind. Sehen doch etwa 3 bis 4. Ja, viel zu viel. 2 reichen vollkommen. Ball bei Moutinho. Aber du hörst doch nicht. Und wir kommen auch jeden Tag gut 6 Vorblät. Oh, ich hab. Bei allen, die mich kennen, die werden schon wieder ausrasten bei diesen. Ganz genau wissen, weil ich immer sage, ich bin nicht Gronkh und jetzt komme ich mit so einem Gronkh-Spruch, weißt du? Das ist das eindeutig. Wir schauen schon mal, mit wem sie es als nächstes zu tun bekommt. Seine Fanbase ist mir egal, bin ich Gronkh. Borussia Dortmund und ich bin nicht Gronkh. Nur wenn es zu meinem Vorteil dient. Okay, deine Fanbase wäre mein Vorteil. Mm.
Vorstellung heute und lässt jetzt kurz vor Schluss machen sie weiter nach einfach gnadenlos verlieren. 6-0. Einbahnstraßenfußball ist das heute. Der Tag hat 24 Stunden, 12 davon hast du Zeit. Kannst also 12 Stunden lang Videos gucken. Also, guck die Videos. Ja, das Problem ist, wie hier das Arbeitsgerät ist. Warum? 4 bis 6 Videos, das hast du doch locker. Packen wir nicht hier. Ist so. 4 bis 6 Videos, 30 Minuten. Ja. Ritter. Hallo, das ist YouTube. Da kannst du dir die Videos jederzeit angucken. Er bleibt konsequent bis zum Schluss. Nochmal Freistoß. Und guck mal hier mal noch ein Ritter oben. Und Hazard ist auch ziemlich am Arsch. Für die Minute lohnt sich nicht, ne? Egal, holen wir trotzdem nochmal einen Stürmer rein. Ich kriege noch eine Pause im nächsten Spiel. Wie viel Pause haben wir denn? Ja, im nächsten Spiel ist Bundesliga. Wenn Sie hier noch was reißen wollen, dann müssen Sie die Chancen einfach besser nutzen. So wird das nix. Traoré. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Ivan Cavaliero. Korb. Wie dumm war's das? Eine Demontage geht zu Ende. 6-0 das Endergebnis. Das Halbfinale ist vorbei und sie haben es gepackt. Herzlichen Glückwunsch von hier oben. Da schließe ich mich natürlich an. Über zwei Spiele gesehen geht das so in Ordnung. Wir haben es bis ins Finale gepackt. Herzlichen Glückwunsch von hier oben. Ich würde mal sagen, dann bis zum nächsten Mal. Hi. Ja, gegen Chelsea. Gegen Chelsea, Bayern verliert auch noch, oh mein Gott. Das erinnert mich irgendwie. Guck mal, wie schnell Barca rausgeflogen ist. In Wolfsburg. Oh mein. Real ist gegen Arsenal rausgeflogen. Ja, aber... Dortmund ist gegen Monaco rausgeflogen. Atletico ist wegen uns um 12:02 rausgeflogen. Guck mal. Atletico 12-2, Manchester 7-1, Monaco 12-0. Tja. Drei Gegentore bis jetzt in der Champions League kassiert. Ja, aber darfst die Vorrunde nicht vergessen. Naja, ab hier an ich aber jetzt Ende. Tschüss.